Okay, oder auch nicht. Okay, können wir überhaupt irgendwas tun? Vergisst niemand's Macht oder soll das nicht? Ah, okay. Die Tür hat ja Augen. Gruselig. Kann ich nicht aus dem Fenster gucken? Ja doch, raussehen. So viele Menschen auf einmal habe ich noch nie gesehen. Ein antikes Gefäß. Jetzt geht's doch nochmal. Eine dicke Kaffeemaschine tropft aus der Maschine in einen Behälter. Vermutlich irgendein künstlicher Nährstoff, der die Menschen in Gang hält. Ah ja. Sag nicht, es gibt in Zukunft keinen Kaffee mehr. Und rein damit. Die Brühe ist noch heiß. Schön. Das ist eine traurige Zukunft. Bestimmt nicht. Bis zum Rand gefüllt mit dieser heißen, braunen Flüssigkeit. Los, trink's. Das sieht fast so aus wie unsere Sacharideinheiten. Das sind Sacharideinheiten. Ich nehme nur ein paar Einheiten mit. Aha. Zucker. Okay. Ich mische besser nichts in diese Brühe. Nachher schmeckt sie dadurch nicht mehr. Ach, ja, also Geschmackssache. Manche Leute trinken ihren Kaffee schwarz. Ich meine, ich machte gern Zucker rein. Genau wie daheim. Nur mit Fenster. Lieber nicht. Sobald ich zur Ruhe komme, fange ich nur an zu grübeln. Ja. Kenne ich alles nicht, aber die Dose ganz links sieht interessant aus. Aha. Eine Büchse. Gewürzmischung. Was Gewürze angeht, sollte ich jetzt genug haben. Niemals. Bei so etwas bin ich lieber vorsichtig. Eine Notrufanlage über dem Esstisch. Ganz wie zu Hause. Okay, hängt ein Bügeleisen von der Decke. Sieht gemütlich aus. Eigentlich könnte ich wirklich mal wieder Schlaf vertragen, aber ich darf die Mission nicht noch weiter gefährden. Okay. Oh, eine alte Kamera. Noch eine von denen, die nur Fotos machen und keine Videos aufnehmen. Tja, was sagt man dazu? Huch. Ui. Wow, das ging ja schnell. Ein Foto. Irgendwie sehe ich dämlich aus auf dem Foto. Auf welchem Foto sieht man nicht dämlich aus? Sieht nicht so aus, als ob sie vor kurzem gegossen worden wäre. Sieht auf den ersten Blick fast echt aus. Gruselig. Das quietscht ganz schön. So etwas Seltsames habe ich noch nie gesehen. Ich lasse es besser so stehen, nicht dass ich in einer Sekunde zerstöre, wofür ein anderer Jahre gebraucht hat. Ach, das ist ein Flaschenschiff, das ist... jetzt tausend Male. Die Tür hat ja Augen. Gruselig. Das hat man schon. Hallo? Ist da jemand? La 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 la. Ich kann euch nicht hören, ich kann euch nicht hören. Zurück in eure Dimension, ihr Dämon. Ich warne euch, ich bin von der Presse. Ich kann sagen, was ich will, aber so wird er mir nicht zuhören. Aha. Bis... besetzt, Doktor. Okay. Kann er hier irgendwie helfen? Scheinbar nicht. Sieht aus wie eine Treppe. Soweit sie uns auch gebracht hat. Hier ist wohl Endstation. Wir haben leider keine Energie mehr für einen weiteren Zeitsprung.
Ja. Auf dem großen leuchtenden Feld steht Öffnen. Sieht aus wie... Das ist doch eine Treppe. Dafür, dass wir Delvin zurücklassen mussten, ist Salvador erstaunlich ruhig. Aber ich denke mal, er will mir nur nicht zeigen, was wirklich in ihm vorgeht. Darf ich dich kurz stören? Was ist denn? Ich muss dauernd an Delvin denken. Ich wollte nicht, dass so etwas passiert. Delvin hat getan, was getan werden musste. Er wusste, dass die Mission wichtiger ist als jeder einzelne von uns. Das solltest du dir auch merken. Was sollen wir jetzt machen? Wir? Du hast uns doch hierher gebracht. Also sieh zu, dass du auf die Konferenz kommst und sie davon überzeugst, das Kraftwerk abzuschalten. Ja. Da draußen sind eine Menge Menschen. Dann solltest du versuchen, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Vielleicht können sie uns noch nützlich sein. Ich gehe mal besser wieder an die Arbeit. Tu das. Aber halt mich auf dem Laufenden, ja? Okay. So, was haben wir noch? Lesegeräte. Diese ganze Ecke wirkt wie ein kleiner Schrein. Wie könnten die Menschen von ihren Medien nur so besessen sein? Tja. Wow, eine primitive Funkanlage. Die Menschen in der Vergangenheit haben es sich wirklich nicht leicht gemacht. Nein, danke. Mein Funkgerät ist viel intuitiver. Wow, eine primitive Funkanlage. Die Menschen in der Vergangenheit haben es sich wirklich nicht leicht gemacht. Das auf jeden Fall. Nein, danke. Mein Funkgerät ist viel intuit... Lea. Lea. Alles leer? Ah, eine Schere. Die nehme ich mal mit. Sollst du in der Hand halten und damit rumrennen? Das ist eine gute Idee. Lea. Dann öffnen wir es mal. Ich sehe nirgendwo einen Türknauf. Knopf drücken. Oha. Schützt unsere Umwelt, bevor es zu spät ist! Schützt unsere Umwelt, bevor es zu spät ist! Ja, ihr habt recht, wenn nicht... Kein Strom durch Atom! Kein Strom durch Atom! Kein Strom durch Atom! Wir müssen Indes Kraftwerk sofort abschalten, sonst... Sonst was? Das habt ihr doch nicht zu entscheiden. Die, die hier was zu sagen haben, sind da drinnen auf der Konferenz. Und selbst die hören doch nur auf das, was dieser Experte sagt, dieser Dr. Braun. Wir müssen es da irgendwie durchschleichen. Der ist doch auch nur eine Marionette der Industrie. Pff, immer diese Verschwörungstheorien. Schon besser eure Stimme und zieht Leine. Wir müssen es irgendwie reinschleichen. Der wird uns wahrscheinlich nicht so leicht durchlassen. So viele Menschen auf einmal habe ich noch nie gesehen. Hallo, die Erde sei mit dir. Was können wir für dich tun? Ich suche einen Weg, auf die Konferenz zu kommen. Wenn du nicht eingeladen bist oder zur Presse gehörst, kommst du da nicht rein. Oha, aber zur ich Presse. Muss der Konferenz etwas Wichtiges sagen, ich glaub, die wenn sie die Schimpfen verlängert. Wird etwas Schlimmes passieren. Das interessiert die doch nicht. Diesen Typen von der Konferenz geht's nur ums Geld. Und dann schieben sie noch diesen Experten, Dr. Braun, vor, von dessen Bericht alles abhängen soll. Den haben sie doch auch gekauft. Und warum steht die denn noch hier, wenn eh schon alles vorher entschieden ist? Wir wollen den Leuten da drin einfach zeigen, wie viele Menschen gegen Atomkraftwerke sind. Vielleicht überlegen sie es sich ja dann doch nochmal. Was haltet ihr von dem Türsteher? Der macht mich wirklich einen sympathischen Eindruck. Sieht aus wie ein Schlägertyp. Bisher ist er doch relativ ruhig geblieben. Ich hoffe, das bleibt auch so. Okay. Ich habe hier einen heißen Kaffee für dich. Oh, danke. Das ist aber nett von dir. Kannst du mir dafür dein Megafon kurz ausleihen? Wozu brauchst du es denn? Naja, um zu Menschen durchzudringen, die nicht zuhören wollen. Das kommt mir bekannt vor. Von mir aus kannst du es haben. Wir haben eh noch ein Ersatzgerät dabei. Sicher ist sicher. Aber bring es wieder zurück, ja? Mach ich, versprochen. Okay. Hallo, die Erde sei mit dir. Reden. Was können wir für dich tun? Ich muss leider weiter. Dann bis bald.
Hallo, die Erde sei mit... Okay. Ich muss leider... Dann bis bald. Tun wir mal ein bisschen... Ich gebe es später zurück. Vielleicht kann ich es noch gebrauchen. Das, vielleicht können wir mal ein bisschen die Menge brüllen. Mit dem Megafon. Seinen Beruf hat er sicherlich seinem Aussehen zu verdanken. Hallo. Ja? Darf ich rein? Nur wenn Sie sich ausweisen können. Haben Sie eine Einladung zur Konferenz oder gehören Sie zur Presse? Ich gehöre zur Presse. Gut, dann zeigen Sie mir Ihren Presseausweis. Den habe ich gerade nicht dabei. Dann holen Sie ihn. Ohne Ausweis kommen Sie hier nicht rein. Tut mir leid. Hörst du Musik, um Ruhe vor den Demonstranten zu haben? Nein, das hilft mir, mich zu entspannen. Hat mir mein Arzt verordnet, weil ich früher schnell gereizt war. Ja. Und in meinem Job ist es wichtig, ruhig zu bleiben. Dann hast du nichts gegen die Demonstranten? Im Gegenteil. Ich kann sie ja verstehen. Zu Hause trenne ich auch meinen Müll. Außerdem ist das hier doch eine friedliche Kundgebung. Letzte Woche hatte ich Dienst bei so einer linken Demo. Was die einem da so alles an den Kopf werfen, da kommt mir jetzt noch die Galle hoch. Wirklich? Nur weil man keine Haare mehr hat, wird man gleich als Skinhead beschimpft. Aber das stimmt doch auch. Du hast eine Glatze. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Den Kopf werfen wird wirklich manchmal. Machen Sie bloß, dass Sie wegkommen. Wenn ich etwas nicht leiden kann, dann Leute, die sich über meine Frisur lustig machen. Welche Frisur? Ist gut, ich hab schon verstanden. Warum reagierst du so gereizt, wenn man dich anspricht auf deine... Auf meine was? Deine Ohren? Meine Ohren, wie? Weil sie so auffallen wegen der fehlenden Haare, nicht? Nein, so hab ich das nicht... Ja, ja, das sagen sie alle, aber ich sehe trotzdem, wie sie mir auf meine Glatze starren. Ich komm später nochmal wieder. Wie sie wollen, ich werde hier so schnell nicht weggehen. Okay, ein Schild. Energy Oslo. Hoffentlich sind das nicht die gleichen, die überall diese qualmenden Schlote aufgebaut haben. Okay, ich freiwillig nicht rein. Darf ich rein? Ich... Gut, dann zeigen Sie... Darf ich rein? Ich... Gut, dann zeigen Sie... Okay, wir hätten nur rein durchgehen können. Ich will die feine Dame nicht. So, dann müssen wir mit ihm reden. Hallo? Ist da jemand? La. Ich kann zurück in eure Dimension. Ich kann sagen, was ich will. Der braucht seinen Presseausweis. Hallo? Hier spricht Funkcafé. Kannst du mich hören? Soll das ein Scherz sein? Mach das Ding leiser. Wir kommen aus der Zukunft, um den Klimawandel aufzuhalten. Ihr seid... Ihr wollt was? Du hast richtig gehört. Wir kommen aus der Zukunft. Wir? Ich sehe nur dich. Wir sind zu zweit hier. Salvador und ich. Und ihr seid wirklich Zeitreisende? Krass. Ich dachte, die wären immer nackt, weil Kleidung nicht mittransportiert werden kann und so. Nein, wir konnten zum Glück alles mitnehmen, was wir brauchten, weil wir in einer Zeitkapsel unterwegs waren. Eine Zeitkapsel? Interessant. Und wie funktioniert sowas? Unsere Zeitkapsel wurde von einem Svensson angetrieben. Was ist denn das? Der Name des Typen, der das Ding durch die Zeit gezogen hat? Nein. Ben Svensson hat entdeckt, wie man aus Algen Energie erzeugen kann. Nach ihm wurde dann der Generator benannt, der die Zeitkapsel angetrieben hat. Ich fasse zusammen. Ihr habt also eine alternative Energiequelle in eurer Zukunft. Und die ist so stark, dass ihr damit durch die Zeit reisen könnt? Ja. Aber warum seid ihr denn gerade hier und jetzt gelandet? Wir sind hier, um den Klimawandel aufzuhalten. Ja, ja, das hast du vorher schon gesagt. Aber das ist doch nur Blabla. Ich brauche Details. Ohne Details keine Story. Ah, ja. Das Kraftwerk von Indes wird in einer Woche hochgehen. Deswegen sind wir hier. Wir wollen verhindern, dass es dazu kommt, um die Zukunft der Menschheit zu retten. Unsere Zukunft. Ist das dein Ernst? Das... Hast du dafür Beweise? Ja. Dann zeig sie mir. Bitte. Und warum sollte ich das tun? Mit und zeig's auch, ich kann diese Story ganz groß rausbringen. Referenz. Hier, mein Presseausweis. Leif Orgason, das ist mein Name. Aber du darfst mich Oggi nennen. Ich heiße Faye. Leif. Danke. Was für ein Name? Was machst du da? Ah, tja.
Verstehe, du willst nachprüfen, ob ich wirklich von der Presse bin, hm? Ja, dann nimm den Ausweis ruhig mit. Ich habe eh mehrere von denen. Aber komm zurück, solange die Story noch heiß ist. Okay. Hallo, Oggi. Hi, Frau aus der Zukunft. Was hältst du eigentlich von der Konferenz? Nicht viel. Ich meine, bevor ihr hier aufgetaucht seid, dachte ich, das wird todlangweilig. Weil eh schon klar war, wie sich die Konferenz entscheiden würde. Aber jetzt mit euch verspricht das hier nochmal richtig spannend zu werden. Hatten wir nicht schon mal irgendwo ein Spiel letztens, wo es einen Charakter gab, der Leif Erikson hieß? Das war, wo ich mir gedacht habe, okay. Sehr schön. Kleine SpongeBob-Anspielung. Live Erikson Tag. Ringgarde. Warum willst du überhaupt, dass man dich Oggi nennt und nicht Live? Naja, auf Oggi reimt sich weniger als auf Live. Ich hatte keine schöne Kindheit, das kann ich dir sagen. Tut mir leid, ich habe nichts Neues für dich. Aber falls sich das ändert, bist du der Erste, der es erfährt. Cool. Das Tür schließen können wir nicht. Wir sollten den Beweis mal mitnehmen zur Konferenz. Ich hoffe, den haben wir dabei. Wer braucht denn gleichzeitig drei Monitore? Oh, ja, da kann ich aber was erzählen. Ich lasse die Monitore, auch wenn das reinste Stromverschwendung ist. So, das ist so ein Bild. Ah, okay. Muss das Bild mal darauf kleben. Das Foto ist zu groß und es klebt nicht. Das klappt uns das nicht. Auf keinen Fall. Wir müssen irgendwas irgendwie kleben. Aber mit dem Zucker vielleicht. Das bringt nicht. Zucker ist ein guter Kleber. Wir müssen das irgendwie. Hallo, die. Ich muss leider. Dann bis bald. Tja. Dafür, dass wir den. Aber ich denke. Haben wir hier irgendwo Waschbecken oder so? Geschirr. Einmal benutzt und schon weggeworfen. Schrecklich. Wenn nicht weggeworfen, das ist nicht abgespült. Sie glüht leicht. Bloß nicht. Die ist viel zu heiß. Langweilerin. Die Tür hat ja. Die Tür hat. Okay, da kommen wir nicht längs. Okay, ich denke, wir müssen irgendwo. Wir müssen den Zucker. Nee. Klebrig machen. Zu heiß. Mit dem Messer vielleicht? Auf keinen Fall. Kann ich so schneller reagieren? Tja. Sacharide und es ist ein. Auf keinen Fall. Nicht. Okay, verklebtes Messer. Ich sollte erst einen Weg finden, das Foto kleiner zu machen, bevor ich es ver. Okay, jetzt sieht das Foto etwas weniger aus wie ein Unfall. Jetzt ist die Rückseite des Fotos ganz klebrig. So, zack. Ich hoffe, das reicht. So, damit werden wir auf die Konferenz kommen. Das ist zwar nicht unser Name, der da drauf steht, aber was soll es, muss reichen. Ich wusste nicht, dass Live ein Frauenname ist. Ja, das
Das höre ich sehr oft. Aber das Foto, das sind unverkennbar Sie. Trotz dieses seltsamen Gesichtsausdrucks. Was heißt das jetzt? Darf ich rein oder nicht? Oh ja, natürlich. Gehen Sie durch. Okay. Dann mal rein mit uns. Meine Damen und Herren, die Statistiken sprechen für sich. Was wir hier nicht sehen, ist die Gefahr eines Anstiegs von, Sie finden es in meinem Bericht auf Seite 512, Absatz 5. Den zugehörigen Graphen finden Sie auf, Seite 522, aber Sie haben es ja nicht bereits gelesen. Das Wesentliche, also was ich sagen wollte. Ja, vielen Dank, Herr Burkhardt. Ich denke, das genügt uns als Einblick. Ich war noch nicht. Wir werden nun noch einmal Herrn Indes die Gelegenheit geben, zu den Ausführungen des Professors Stellung zu nehmen. Nach einer kurzen Pause folgt das Gutachten des Inspektors der Umweltbehörde, Dr. Braun. Herr Indes, bitte. Indes. Danke für Ihre amüsanten Ausführungen. Aufgrund des fortgeschrittenen Zeitrahmens werde ich mich kurz halten. Ich denke, das ist auch in Ihrem Sinne. Meine Damen und Herren, so ausführlich der Bericht unseres geschätzten Herrn Professors auch war, die Antwort auf die einzig relevante Frage in diesem Zusammenhang ist er uns schuldig geblieben. Die Frage lautet, wo sind die Alternativen? Es ist nun mal Fakt, dass wir in den besprochenen Staaten mit einer dramatischen Unterversorgung konfrontiert sind. Und wer soll diesen Energiebedarf decken? Meine Kraftwerke sind sicher. Sie sind sauber und sie verursachen deutlich weniger Schadstoffe als zum Beispiel Kohlekraftwerke. Welche wundersame Zauberenergie sollte diese erprobte, sichere und saubere Technologie ersetzen können? Wer soll sie uns liefern? Ben Svensson. Er kennt eine Methode, Wasserstoff aus Blaualgen zu gewinnen. Sehr gut. Unsere charmante neue Expertin in der Loge mag vielleicht nicht mit dem Protokoll dieser Anhörung vertraut sein, aber sie bringt es auf den Punkt. Es gibt keine ernstzunehmenden Alternativen. Aber die Wasserstoffalge funktioniert. Sie... Es gibt keine Technologie, die auch nur in Ansätzen mit der Effizienz meiner Kraftwerke konkurrieren kann. Soweit ich weiß, hat Ben Svensson selbst die Forschung an dieser Technologie aufgegeben. Blicken wir den Tatsachen also ins Auge. Atomkraft von Indes Industries ist der einzig logische Schritt in eine gesicherte Zukunft. Aber... Ich muss Sie bitten, die Veranstaltung nicht länger zu stören. Bei einem weiteren Zwischenruf bin ich leider gezwungen, Sie des Saales zu verweisen. Ich kann nicht glauben, dass ihr diesem Blender Gehör schenkt. Es geht um unseren Planeten. Keine weiteren Störungen. Vielen Dank. Tja... Lief ja wohl nicht so gut. Da kommen wir her, denke ich. Oh, oder nicht. Fräulein? Richten Sie doch bitte der Küche aus, dass die Häppchen bald zur Neige gehen, ja? Aber... Kein Aber. Sagen Sie der Küche doch, was Dr. Braun schickt für ein Wichser. Ja, der Dr. Braun. Aber ich arbeite nicht für die Küche. Ich dachte, Sie gehören zum Personal wegen der Uniform. Was führt Sie sonst hierher? Ich bin von der Presse. Dann muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich keine Interviews gebe. Alles, was ich zu sagen habe, steht in meinem Bericht. Oder hören Sie doch nachher einfach meinen Vortrag an. Ja. Ich weiß, das hört sich verrückt an, aber... Aber was? Du musst dafür sorgen, dass die Lizenzen nicht verlängert werden. Die Zukunft unseres Planeten steht auf dem Spiel. Gehören Sie etwa auch zu diesen hysterischen Umweltschützern? Nein, ich... Glauben Sie mir, ich habe meine Arbeit gründlich gemacht. Die von mir geprüften Kraftwerke haben alle Bedingungen erfüllt und sind sicher. Ah ja. Hallo. Ah, Sie schon wieder. Warum spielt ihr eigentlich nur mit mir reden? Der Pianist da hinten. Wegen unseres Gesprächs vorhin. Da gibt es nichts mehr zu sagen. Hör oder lesen Sie meinen Bericht. Sieht lecker aus. Oh ja, probieren Sie doch auch mal. Sieht lecker. Oh ja.
Was ist denn das? Bowle, grausiges Zeug. Aber leider das Einzige, was es hier am Buffet zu trinken gibt. Das überlasse ich lieber anderen. Okay. Geht's raus. Er macht das toll. Ich wette, nicht jeder kann so eine Maschine bedienen. Naja. Kannst du auch mal was anderes spielen? Scheinbar nicht. Hey, kannst du mich hören? Wie ist dein Status? Ich bin auf der Konferenz. Konnte auch schon mit diesem Dr. Braun sprechen. Dem Experten, auf den hier alle hören. Und was hat er gesagt? Er hat mir nicht richtig zugehört und sich nur für das Essen interessiert. Wie ich es mir dachte. Diese Konferenz ist eine reine Show. Also, wie sieht jetzt dein Plan aus, Faye? Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Dann lass mich mit ihm reden. Ich habe da meine ganz eigenen Methoden. Aber dazu musst du mir irgendwie Zugang zum Konferenzgebäude verschaffen. Und zwar so, dass mich der Türsteher dabei nicht sieht. Wieso das? Wir haben eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ist ja auch egal. Tatsache ist, du musst einen Weg finden, wie ich unbemerkt ins Gebäude komme. Okay, bis gleich. Das wird schwer genug. Das Publikum wartet auf diesen Dr. Braun. Er darf sich auf keinen Fall für die Kraftwerke aussprechen. Sonst war alles umsonst. Geht der jetzt wieder raus, oder wie? Ich schätze ja. Der Schlitz da vorne hat das gleiche Format wie das Video. Vielleicht kann ich es damit abspielen. Oha. Ohne Video hat er... Keine Ahnung, wo... Nur das in der... Was ist in diesem Schrank? Die Kontrollen für die Belüftungsshots außen am Eingang. Fassen Sie das Blut... Wenn Sie die Shots öffnen, kriechen am Ende noch Demonstranten in die Lüftungsschächte. Diese Chaoten sind doch zu allem fähig. Ich habe das Gefühl, er beobachtet mich die ganze Zeit, obwohl er gleichzeitig auf die Bildschirme vor sich starrt. Hallo, darf ich dich kurz stören? Es ist. Was machst du hier auf der Konferenz? Ich bin für die Beleuchtung der Konferenzbühne zuständig und für das Einspielen von Videos während der Vorträge. Ja. Warum beobachtest du die Demonstranten? Na, weil ich wissen will, was diese Spinner treiben. Dass die in der Nähe der Tiefgarage stehen, gefällt mir überhaupt nicht. Was ist daran so schlimm? Schauen Sie kein Fernsehen? Solche Demos ziehen doch nur meistens Chaoten an, die dann Autos abfackeln. Ja, oh Mann, warum bin ich nur heute nicht mit dem Bus zur Arbeit gekommen? Im Moment sieht die Demo ja ganz friedlich aus. Ich hoffe, das bleibt auch so. Gibt's sonst noch was zu klären? Die Demonstranten scheinen ziemlich aufgebracht. Schau mal. Echt? Ach, so sind die doch noch harmlos. Das sehe ich auf einen Blick. Ah ja. Warum schaust du dir dieses Ding da auf dem Bildschirm an? Ding? Das ist ein 74er Third Tarpon Roadster mit offen liegendem Big Block Kompressor. Der holt 410 Pferdestärken aus dem 12-Zylinder raus. Beeindruckend, nicht? Dadurch beschleunigt mein Baby in 3 Sekunden auf 100 und lässt jeden anderen Wagen in eine Abgaswolke zurück. Denkst du überhaupt mal daran, wie sehr du damit der Umwelt schadest? Wegen so rücksichtslosen Menschen wie dir steuert die Erde auf eine Klimakatastrophe zu. Wusste nicht, dass sie auch zu diesen Öko-Fanatikern gehören. Lassen Sie mich bloß in Ruhe mit diesem Umweltschutzgeschwafel. Und wehe! Ihre Demokollegen da draußen kommen meinen Wagen zu nahe, dann verarbeite ich die eigenhändig zu Straßenbelag. Im Moment sieht die Demo ja ganz friedlich aus. Ich hoffe, das bleibt auch so. Gibt es sonst noch was zu klären? Ich komme später nochmal wieder. Ja, wir müssen die Menge aufbringen. Wir müssen die wütend machen. Und der hier abgelenkt ist. Und ein Video müssen wir einspielen. Ach hier, das Kraftwerk-Video. Vielleicht kann man es jetzt schon einlegen. Das Video so ohne Kommentar zu zeigen, wird keine große Wirkung haben. Aber ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Für später. Ja.
Das könnte was bringen. Okay. Könnte der Weg zu den Hygienekammern sein? Das kann warten.